Bei The King's Dilemma geht es in jeder Partie darum, wir haben einen König in dem großen Königreich und wir sind praktisch die Ratsmitglieder, die diesen König beraten. Und eine einzelne Partie ist immer eine Amtszeit des Königs. Und am Ende dieser Partie dankt entweder der König ab oder er stirbt. Und wir gucken dann halt, in welche Art und Weise, wie wir die Geschichte weitergelenkt haben, solange eben dieser König regiert hat. Wir werden immer wieder vor ganz, ganz harte Entscheidungen gestellt. Das heißt, das sind Entscheidungen, da geht es um Tod oder Leben. Verbrennen wir eine Hexe? Lassen wir sie am Leben? Lassen wir das Volk hungern? Schicken wir die Soldaten in den Krieg? Irgendwie bekämpfen wir wen anders? Das Besondere ist, diese Entscheidung bewirkt dann, dass zum Beispiel ein neuer Umschlag ins Spiel kommt. Wenn wir mit Ja entschieden haben, kommt ein anderer Umschlag ins Spiel, als wenn wir mit Nein entschieden haben. Und so geht die Geschichte weiter. Und es kann sein, dass wir dann gesagt haben, wir wollen ihn nicht umbringen, wir retten den, wer auch immer es ist. Und später fällt dieser, den wir gerettet haben, uns in den Rücken. Und das sind so Entscheidungen, die man fällt. Und das ist auch die Story, die weitergeht. Wir wissen nicht, was unsere Entscheidung für Auswirkungen hat, aber wir wissen, dass sie Auswirkungen hat. Und es ist total spannend, das rauszufinden. Bei The King's Dilemma ist es tatsächlich so, dass bei einigen Entscheidungen festgehalten wird im Spiel. Wer hat letztlich für den Ausschlag gegeben, dass diese Entscheidung so getroffen wurde? Derjenige muss diese Entscheidung mit seiner Unterschrift auf Stickern, die auf das Brett geklebt werden, oder auf Storykarten, die noch irgendwie verwendet werden, einfach unterzeichnen, niederschreiben, damit auch in weiteren Partien, vielleicht erst nach 5, 6, 7, 10 Runden, kommt diese Karte wieder ans Tageslicht und, aha, wer hat es unterschrieben? Wer muss jetzt dafür einstehen? Und der eine sagt dann, ach, ich hab's euch doch gesagt, ja, das wird passieren und jetzt haben wir hier den Mist an der Backe. Das passiert hier und das ist das Spannende und das ist auch das Besondere an diesem Spiel, dass man eben nachhaltig noch daran denkt, darüber nachdenkt, was habe ich hier eigentlich gerade entschieden. Wir haben entschieden, dass jemand verurteilt wird, obwohl wir gar nicht wissen, dass das derjenige schuldig ist oder nicht. Und solche Entscheidungen. Und das ist das ganz Besondere an dem Spiel, dass es eben wirklich nachhaltig auch einen Eindruck hinterlässt. Eine einzelne Partie King's Dilemma kann zwischen 20, 30 Minuten, aber auch eine Stunde dauern. Insgesamt spielen wir sicherlich so 15 bis 20 Partien, um einmal The King's Dilemma, die komplette Kampagne, das komplette Legacy einmal durchgespielt zu haben. Ist das große Finale vorbei, ist das Spiel aber auch zu Ende. Man kann es nicht wiederholen. Das ist also ein einmal Erlebnisspiel. The King's Dilemma kreiert eine ganz einzigartige Spielerunde. Und diese ganze Diskussion um die Story, das ist das ganz Besondere. Und das habe ich so in noch keinem einzigen anderen Spiel erlebt, dass eben diese Story so in den Vordergrund rückt und diese Entscheidung, die man trifft und der eigentliche Mechanismus eigentlich sogar fast im Hintergrund steht, weil es wirklich darum geht, diese Entscheidungen zu treffen. The King's Dilemma richtet sich an Vielspielergruppen, die Spaß daran haben zu diskutieren, die sich regelmäßig in der gleichen Konstellation treffen, am besten mit 4 oder 5 Personen, die immer die gleichen Runden sind, weil dann alle die fortschreitende Story miterleben können.